ist ja jetzt Oktoberfestzeit und ich möchte euch heute eigentlich nur eine Auswahl von den Dirndl und Dirndlkleidern, die ich so habe, zeigen. Was ich jetzt anhab, ist eigentlich ein klassisches Dirndl, weiße Bluse, ein Kleid mit Miederoberteil, in dem Falle vorne geknöpft, und eben eine Schürze passend dazu. Und dazu trägt man immer einen Unterrock, hier, in dem Fall mit weißer Spitze dran und so. Ich denke, das gehört schon zum Dirndl dazu. Und dann fange ich einfach mal an. Abgesehen von dem klassischen Blusendirndl gibt es dann auch hier sowas hier. Ist ganz fesch. Natürlich sehr modisch. Vorne einfach nur geknöpft. Hat auch keinerlei Reißverschlüsse, seitlich oder auch hinten. Einfach vorne zumachen. Ist eigentlich auch sehr bequem zum Anziehen. Im Gegensatz zu den anderen Dirndeln, die man so billig kauft zum Teil, die haben hinten einen Reißverschluss und ein traditionelles Dirndl hat das eigentlich gar nicht. Wenn, wäre noch ein Zip seitlich. Kommt aber gleich auch noch. Ja, dann habe ich hier nochmal so was Modisches. In dem Fall in Grün. Ist jetzt eine ganz einfache, billige Nylonbluse dabei. Sieht ganz hübsch aus, weil es eben hier die transparenten Ärmelchen hat. Das ist hier bei der Bluse auch ganz hübsch, dass die Bluse selber eigentlich Transparenz zeigt. Und ja gut, man sieht das Oberteil vom BH so ein bisschen raus. Das kann man ja machen, wie man will. In dem Fall ist vorne die Schnürung einfach nur Zierde und geschlossen wird es hier seitlich mit einem Reißverschluss. Da kommt man also auch alleine ganz gut rein und raus. Nächste Version wäre eben dieses hier, was ich in Rosa habe. Das ist auch vorne, die Schleife ist eigentlich nur zur Zierde, aber man hat einen Reißverschluss vorne darunter, was natürlich fesch ist. Das kann man auch mal, wenn es erotischer werden soll, den Reißverschluss ein bisschen auflassen vorne. Zum Anziehen hat man hier seitlich den Reißverschluss, einfach auf und zu machen. Sieht sehr hübsch aus, trägt man natürlich mit einer weißen Bluse. Etwas traditioneller und auch wirklich älter aus Österreich, dieses blaue Dirndlkleid hier. Das hat einfach nur vorne einen Reißverschluss, wo man dann einsteigen kann. Klassisch mit weißer Bluse zu tragen. Sieht super aus. Dazu passt am besten eine weiße Spitzenschürze. Man kann aber auch eine hellblaue Schürze dazu tragen. Das ist vom Stoff jetzt hier sehr traditionell, das Muster. Und nicht so modern modisch wie die anderen, die ich euch vorher gezeigt habe. Sieht aber super hübsch aus. Dann, ja, kann man schon fast nicht mehr Dirndl nennen, ist dieses hier. Das ist so in Gold und Silber gehalten. Hier ist wirklich die Bluse auch nur einfaches Nylongebilde, aber ganz fest. Sieht super aus, wenn man es anzieht. Hier der Ausschnitt ist so mit Goldbordüren eingefasst, die Schleife natürlich nur reiner Zierde. Und wo mache ich das zu? In dem Fall eben hinten mit einem Reißverschluss. Das sind eigentlich wirklich dann einfache Dirndl, die man auch für relativ wenig Geld kaufen kann. Sind halt auch lange nicht so angenehm zu tragen, allein nicht in Stoff. Das hier ist reine Baumwolle, wärmt auch recht gut, kann man also auch bei kühleren Temperaturen tragen. Versus das hier natürlich aus Kunststoff ist, Polyester. Ja, wisst ihr selber. Dann ganz klassisch und traditionell ist zum Teil noch ein Blusendirndl eigentlich. Man kann es auch ohne Bluse tragen. Ganz klassisch, in dem Fall auch aus Österreich. Wird einfach vorne komplett durchgeknöpft. Man trägt hier natürlich wieder Schürze dazu. Hellblau oder auch weiß geht sehr gut und man sieht sofort ein Muster. Ganz klassisch, sieht total gut aus und hat hier oben diesen kleinen Spitzenkragen noch. Das heißt, hier brauche ich eigentlich gar keine Bluse dazu. Ich kann eine tragen, die sollte aber dezent sein, ohne Kragen oder nur mit ganz dezenten Kragen, eben dass die Ärmel dann bedeckt sind. Aber man kann es auch einfach so anziehen. Noch eine Version ist dieses hier mit Blumen. Im Prinzip ähnlich, einfach vorne geknöpft. Man sieht wieder hier, dass natürlich eine Schürze ist hier wichtig. Hier würde ich auch sagen, eine rosa Schürze oder eine weiße Schürze. Und zu dem Bluse, zu dem Dirndl hier gehört natürlich eine Bluse. Das sieht man auch sofort am Schnitt.
Das würde ich nicht ohne Bluse anziehen. Man kann es natürlich, wenn es im Sommer wirklich warm ist, und das ist ja Sommerdirndl, das ist ganz dünner Stoff, kann man es auch mal ohne Bluse anziehen. Schöner sieht es aus mit. Dann sicher ohne Bluse auch ist dieses hier sehr hübsch. Da sind die Ärmel schon dran. Man sieht, der Schnitt ist ein bisschen anders. Geschlossen wird es vorne einfach nur mit den Knöpfen. Hat einen sehr schönen, weit ausgestellten Rock. Mit einer weißen Schürze sieht das phänomenal toll aus. Vorne Knöpfe. Ich mag diese Türkisfarbe unheimlich gerne. Ist auch aus Österreich. Also ich habe relativ viele Salzburger Dirndeln hier. Dann hier nochmal ganz klassisch. Man sieht schon am Stoff wieder sehr traditionell. Wieder mit diesen schönen Trachtenknöpfen hier, mit den silbernen vorne zum Knöpfen. Gibt es auch keine Seitenreißverschlüsse und so weiter. Braucht man auch nicht, weil man einfach vorne das gut schließen kann. Natürlich keine Bluse dazu. Hier ist ein Kleid, alles komplett. Ist aber eben ein Dirndl, weil man braucht unbedingt eine Schürze, um es komplett zu haben. Jetzt räume ich das noch kurz beiseite. Es kommt noch was ganz Edles ist hier. Es ist eine wunderschöne blaue Farbe. Es ist aus echter Seide gearbeitet, ein echtes Schnäppchen mal gewesen. Und hier trägt man, wie man auch am Schnitt sieht, keine Bluse dazu. Es hat ein schönes Miederoberteil, klassisch mit den schönen Knöpfen hier, die auch mit Seide umspannt sind, durchzuknöpfen. Bis unten hin, das ist das Interessante bei dem Dirndlkleid hier, weil normalerweise hören die Knopfleiste hier auf und der Rock ist geschlossen. In dem Fall könnte man das komplett aufknöpfen. Noch schöner trägt sich natürlich auch mit einer Schürze, auch in dem Fall hellblau, rosa, je nachdem wie man das gerne möchte. Und weiß geht natürlich auch immer als Schürze hierzu. Dann für die kältere Jahreszeit. Die Kältejahreszeit ist dieses hier. Es ist aus ganz dicken Baumwollstoff gemacht mit langen Ärmeln. Reißverschluss vorne zum Öffnen. Dazu sieht man schon wieder am Muster, am Stoff, am Design. Das ist sehr traditionell, traditionelles Muster. Kann man auch wieder wunderschön eine rosa Schürze zu nehmen, einfach um den Kontrast zu dem Blau zu haben. Das passt zu den kleinen Blümchen hier drin. Aber auch eine weiße Schürze ist gut oder eine hellblaue, finde ich, passt sehr gut dazu. Jetzt geht es schon Richtung Kleid eigentlich. Es ist so im Trachtenstil gemacht. Man trägt es nicht mit Bluse, es ist eher für einen relativ großen, tiefen Ausschnitt. Mit den herzförmigen Knöpfen ist es sehr süß. Und man sieht es natürlich auch hier wo die Knöpfe enden, ist immer noch so ein bisschen Platz, einfach damit man leichter reinschlüpfen kann, und darüber ist dann eben eine Schürze zu tragen. Was ich persönlich sehr schön finde, ist dieses Kleid hier, weil es macht eine super Figur, ein sehr schön tailliertes Oberteil, also da kommt hier das sehr super raus, und oben bei den Brüsten ist ein bisschen Platz, sodass die auch gut zur Geltung kommen. Hat ein sehr schönes Dekolleté dann. Sieht ganz toll aus mit diesen rosa Puffärmeln. Und ja, wie gesagt, Schürze auch hier wieder. Man sieht es, gehört dazu. Die Farbe überlasse ich jetzt euch. Was ich jetzt persönlich nicht so gut finde, zum Beispiel, sind solche sogenannten Dirndl-Trachtenblusen. Da streiten sich eben die Geschmäcker, ob ihr das schön findet oder nicht. Ich meine, ich habe es mal gekauft, also so hässlich finde ich es dann auch wieder nicht. Es sieht ganz süß aus, mit den schönen Ärmelchen hier, Schultern frei, mit den Knöpfen da, sieht ganz nett aus. Ja, mit einem schönen Rock ist das schon ganz fesch. Die Bluse hier finde ich schon viel besser. Kann man auch mit dem Trachtenrock zusammentragen. Finde ich super schön gearbeitet, die Spitze hier oben, die Bordüren, Schultern sind frei, sieht wirklich sehr sexy aus. Ja, und dann ist das hier noch reingerutscht in meinen Stapel von Kleidern, den ich euch zeigen will. Ist eigentlich gar kein Dirndl, ist nur vom Schnitt her eben ähnlich. Ist ein Blümchenkleid, Sommerkleid, ganz dünner Stoff. Hat auch so diese Puffärmelchen. Ist vorne geknöpft. Und dann ist es ein sehr schön weiter Rock mit schönen Falten. Und man kann hier auch, wenn man das will, so eine Dirndlbluse dazu anziehen. Das sieht dann sehr
Ja, herrlich.